Hallo und herzlich willkommen zurück in Grill Junkies Hardware-Ecke. Jawohl, es gibt wieder ein Hardware-Video. Ich bitte gleich einmal das Rauschen zu entschuldigen. Ich zeige euch gleich wieso, weshalb, warum. Und ich habe mir einen Laptop gekauft. Das wird heute aufgerüstet. Ich warte noch auf die Post, aber in der Zwischenzeit mache ich schon mal die ersten Vorbereitungen. Und das zeige ich euch jetzt auch. Jo, in der Google-Suche habe ich eingegeben, Boot-USB-Stick erstellen. Der steckt hier drin, sollte mindestens 8 GB haben. Und dann kann man das Fenster wegschieben. Jawohl, erstellen eines Installationsmedien für Windows 11. Und genau das habe ich runtergeladen und dann macht er mir das alles automatisch, dass ich einen bootbaren USB-Stick habe, hinterher, dass ich Windows wieder sauber installieren kann. Jawohl. Was habe ich für einen Laptop? Einen Acer. Einen Aspire 3. Hat schon DDR4 RAM, allerdings bloß 108. Na, wo steht's? Bin jetzt blöd. 128 GB. Ne, das ist die Festplatte. 8 GB DDR4 Memory. Da kommen jetzt 16 GB rein. Und die 128er SSD, das ist eine M2 SSD. Die fliegt auch raus, da kommt auch 1 Terabyte rein. Dann ist eine 1 Terabyte Festplatte noch mit drin. Die bleibt vorerst, solange sie läuft, läuft sie. Wird mir vollkommen ausreichen. Ein i5, 8250U ist drin mit 1,6 GHz. Turbo Boost bis zu 3,4 GHz. 8. Generation ist es. Tja, und Klimaanlage, deswegen rauscht es so. Tja, und für meine Zwecke, ich möchte mir ja schauen, oder ich schaue, dass ich dann Magix drauf installiere, dass ich, wenn ich unterwegs bin, eventuell dann auch direkt gleich Videos schneiden kann. Das ist eigentlich mein Ziel, und dann gucken wir mal. Ja, dazu natürlich mehr Speicher und 128 GB für Windows 11 und ein paar Programme ist mir definitiv zu wenig. Und die zweite Festplatte brauche ich dann eben für meine Daten. Gut, dann erstelle ich jetzt fertig den Windows 11 Stick und wenn es nachher dann weitergeht, wenn die Post da war, wenn wir das Ding zerlegen, zerrupfen, zerreißen, hole ich euch wieder dazu. Und dann stelle ich auch die Cam auf, das Stativ auf und stelle die Cam da drauf. Genau. So machen wir das jetzt. Dann sage ich mal, bis gleich. Tja, meine Backer sind gekommen. Windows ist drauf. Ein Schraubenzieher habe ich da. Ein Messer zum Backerl aufschneiden. Und mein kleines Küchenmesser. Und werdet ihr nachher gleich sehen, für was wir das brauchen. Dann fangen wir mal hier an. Und was jetzt alles Schönes aus meinem Backerl rauskommt. Ja. Ein Logitech Funkmäuschen. Der Kuschel 16 GB Speicherriegel. Ein Satz USB-C Kabel zum Laden und Co. Was haben wir hier noch für unterwegs? Ein Amazon Mauspad. Jo. Gut. Das wäre das erste.
Und hier kommt eine SATA M2, keine MVME, also eine normale. Na, holen wir sie mal hier raus. Sollte fürs Laptop vollkommen jetzt ausreichen. Und da ist sie. Ja, und ich werde jetzt ganz einfach mal anfangen, das Ding zu zerrupfen. Aber nicht ohne ein Grillschanki-T-Shirt zu missbrauchen. Ja, das muss eh in die Wäsche. Weil ich keine Lust habe, dass die Oberfläche noch mehr verkratzt. Die hat nämlich schon ein paar Kratzer vom Vorbesitzer. Hier haben wir die normale Festplatte, keine SSD. Die wird eventuell auch irgendwann einmal noch ausgetauscht gegen eine SSD. Wenn es dann eben nötig ist, gleich mit 2 Terabyte. Aber ja, da werden wir sehen, was die Zukunft bringt, ob das nötig sein wird. Weil um an die SSD zu kommen, müssen wir nämlich den kompletten Bodendeckel hier abheben. Als nächstes rupfen wir gleich den Arbeitsspeicher raus. Na. Die Hand raus. So. Ein 8 GB Modul hat leider nur einen Steckplatz hier drin. Deswegen, ja. 16 GB. So, und jetzt muss ich hier ringsrum die ganzen Schrauben rausdrehen. In anderen Videos wird das alles mit einem Akkuschrauber gemacht. Ich stehe bei sowas ja lieber auf Handarbeit. Und wenn ich die ganzen Schrauben draußen habe, hole ich euch wieder dazu. Und die letzte. So. Und jetzt muss man gucken, dass man nämlich das Gehäuse hier aufknackens. Sollte man vielleicht vorsichtig sein. Ich habe auch noch keinen Plan. Ich habe es zwar in einem Video gesehen, aber selber habe ich das auch noch nicht gemacht. Heben wir mal erstmal vorsichtig außen rum. Wir wollen ja nach Möglichkeit keine Beschädigung. Irgendwas aus Plastik wäre hier jetzt vielleicht sogar sinnvoller gewesen. Aber mit dem hier geht es auch. So. Jetzt der hintere Teil, wo hier diese USB- und Kartenleseranschlüsse und alles sind. Ja, es geht auf, es geht auf.
Jawohl. Jawohl, ja. Jo. Dann haben wir ihn offen. Das ist der Akku-Pack, falls man den einmal wechseln muss. Also auch gar kein Problem. Hier ist die M2 SSD. Das ist gerade mein Schraubenzieher zu groß oder was? Ich krieg die Krise. Leute, ich krieg die Krise. Jetzt muss ich nach einem kleineren Schraubenkratzer suchen. Ja, relativ sauber ist er. Kein Problem. Wunderbar. Aber ich suche mir jetzt erstmal einen anderen Schraubenzieher. Na also, aus meinem uralten PC-Basteldings wird schon irgendwas passen. Dachte ich zumindest. Ich bin jetzt deppert. Das gibt's doch gar nicht. Nö. Da müssen wir es halt mit einem Schlitz raus. Machen. Ach, jetzt. So. Ja, 128 GB gegen 1 Terabyte. Das ist natürlich ein ganz gewaltiger Unterschied. Weil, Leute, mir waren 128 GB einfach definitiv zu wenig. Kommt auf Lager, vielleicht hat er irgendeiner mal gebraucht dafür, der noch weniger hat. Dann war es das schon wieder mit dem Innenleben betrachten. Der Akku bleibt drin. Ah, da sind die Lautsprecherchen. Gut, der Speicher wird nachher gleich reingesteckt, wenn das Gehäuse wieder drauf ist. Sauber machen muss ich soweit nichts. Das kann man alles so lassen. Tja, und dann wollen wir mal den Deckel wieder drauf popeln. Na, das war ja einfach. Das war ja jetzt. Klack, klack, doch noch nicht ganz. Ja, auf alle Fälle einmal schön ringsherum festdrücken. Und dann natürlich wieder die ganzen Schrauben hineindrehen in umgedrehter Reihenfolge oder in gleicher Reihenfolge, Hauptsache die sind alle wieder drin. Dann mache ich jetzt wieder und danach geht es natürlich gleich wieder weiter. So, hier die letzte Schraube wieder drin.
sauber verschraubt. Dann kommt der Speicherriegel mit 16 GB rein. Wieder ein Kruschel. Ein DDR4 2400. Also ich habe mich da jetzt drauf verlassen, was dafür angeboten wurde direkt. Ich habe da jetzt nicht lang rumgesucht oder sonstiges. Klappen den nach unten, lassen den einrasten und drin ist er. Den alten 8 GB Riegel tun wir in die Box wieder rein. Vielleicht brauche ich den für jemand anders mal wieder. Wie vorher schon gesagt. So, Deckelchen. Schrauben wir natürlich auch wieder zu. War der drauf, so. Ja, das Einzige, was ich jetzt an diesem Laptop maximal noch verbessern kann, was ich so jetzt weiß, ist dann eben hier noch eine SSD rein. Schraube ich jetzt auch noch schnell alles zu und dann können wir das Rechnerle ja, starten und hoffen, dass wir alles ratzifatzi hinkriegen. Ohne dass er fett Probleme macht, das weiß ich noch nicht. Eben bei der Installation. Rein theoretisch sollte ja die Windows Keygen, der Windows Key im BIOS mit hinterlegt sein. Also kommt definitiv wieder die Windows 11 Home Edition drauf. So wie sie drauf war, nicht die Pro. Also die große Festplatte musste ich rausschrauben, weil hier außenrum im oberen Deckel oder im Boden die Schrauben durchgegangen sind, falls sich jemand diese Frage auch noch gestellt hat. Gut, dann kann ich ja mein Werkzeug schon mal wegräumen, die Cam umstellen, Maus noch auspacken. Die wird man natürlich auch gleich mit ausprobieren. Ja komm, das machen wir jetzt auch noch im Video. Also es war jetzt auch wieder bloß so eine 22 Euro Maus, aber von Logitech. Die M705. Sollte für mich für unterwegs vollkommen ausreichen. Tja, irgendwie fehlen da noch die Batterien. Da ist der Dongel. Den steckt man auch gleich ein. So, mit der Batterien dabei. Hallo? Oder hat mich Logitech um die Batterien beschissen? Nein, die kommen auf der Seite raus. Danke Logitech. Weg damit, weg damit. Also die sollen ewig halten. 2 Jahre habe ich glaube ich was gelesen. Da bin ich ja gespannt. Beide Batterien hier rum. Und gut. Dann wäre mein Mäuschen auch soweit einsatzbereit. Auf der Seite hauen wir gleich den Stick rein.
Ja, und dann stelle ich mal, baue ich mal die Cam um und lasse euch damit zugucken, ob ich Probleme habe oder nicht mit der Windows 11 Installation. So, dann gucken wir mal. Deckel auf. Cam ausrichten. Und dann hoffe ich mal, dass man hier auch ein bisschen was erkennen kann. Also was er jetzt macht, ob er direkt in der Bootmenü reingeht oder was, ich weiß es noch nicht. No bootable device. Tja. Somit haben wir die Probleme da. Wie komme ich hier jetzt ins Boot mit ins BIOS rein? Jetzt so, Boot Manager. Tja, Boot Option Menü. Jetzt haben wir natürlich ein leichtes, klitzekleines Problemchen. Und das versuche ich jetzt erst einmal zu lösen. Ziehen wir mal den hier raus und hier drüben rein und das Ganze nochmal. Vielleicht schneidet es hier eher da drüben. Ja. Das sieht doch schon mal eventuell besser aus. Jawohl. Problem war, USB 2.0, 3.0, irgendwie sowas. Also drüben ist der blaue USB-Anschluss. Und deswegen hat er den USB-Stick nicht gefressen, weil die Treiber braucht er erst. Deutsch. Natürlich. Windows jetzt installieren. Setup wird gestartet. Tja, jetzt muss er bloß noch die SSD erkennen. Nicht, dass er mir auf die andere des Windows drauf schreibt. Ich akzeptiere. Weiter. Eine Unterstützung Windows ausgeführt wird? Nein, haben wir nicht. So. HDD, die wollen wir nicht. Die wollen wir. Ja, jetzt hat das nämlich auf die andere draufgehauen. Und da muss man aufpassen bei sowas. Und so, das dauert jetzt ein bisschen. Das quäle ich euch jetzt nicht die ganze Zeit damit rum. Mal ein bisschen herzoomen für nachher. Ja. Und schon startet er neu. Er hätte ja die Cam gar nicht ausmachen brauchen. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Geräte werden betriebsbereit gemacht, etc. pp. Vorbereitung läuft. Dann hoffen wir, dass er es auf die richtige Festplatte draufgehauen hat. Dass das alles ordentlich funktioniert. Ja, Windows installieren dauert halt immer ein bisschen. Mittlerweile geht es ja schneller als früher, wo man wirklich tagelang dran guckt ist teilweise. Aber so lange will ich euch da jetzt nicht malträtieren und hole euch nachher wieder dazu. Jo, gerade hat er mich eben nach dem Tastaturlayout gefragt und bla bla bla. WLAN-Zugang, habe ich mein Passwort eingegeben. Für mein Netzwerk und ja,
geht weiter, funktioniert gut, geht recht schnell. Also die ganzen Daten gehen natürlich keinen was an, deswegen lasse ich euch da weg. Ja, ganz genau. Ja, den meisten Schrott, was sie mir andrehen wollten, habe ich übersprungen. Und jetzt geht die Installation fertig, weiter, bis sie fertig ist. Also die Windows-Installation ging jetzt wirklich brutal schnell. Und jetzt will ich aber wissen... ausstecken. Dieser PC. Ja, lokaler Datenträger C und D. Ist beides da, wunderbar, passt. Dann guck mal hier noch. Chunky Slappy, jawoll. So, 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 so. Gerätespezifikationen, 16 GB. Meine Festplatte ist alles drauf. Windows 11 Home 21 H2. Passt alles soweit. Tja. Alles Weitere, was ich an dem Ding jetzt mache, ist Privatsache. Und das geht euch nichts an. Ja, mein Hintergrundbild wieder installieren. Wahrscheinlich mit meinem Polo, ganz klar. Ja, und ansonsten Programme draufhauen, was ich alles brauche. Benötige mein Facebook-Account und ach, das ganze Pipapo, dass ich halt unterwegs alles hab. YouTube natürlich einrichten, alles. Jo. Das wird jetzt noch eine Weile dauern, aber habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe einen riesen Kohldampf. Ich werde mir jetzt dann erst einmal was zum Essen machen. Und dazu natürlich auch ein Video. Mhm. Okay, Leute. Das war's. Nächste Video ist dann was zum Mampfen wieder. Ciao, Jakowski. Wir sehen uns. Ich hoffe, euch hat das kleine Hardwaken-Video gefallen. Und an Laptop aufrüsten ist gar kein Problem. Man kann alles aufrüsten. Bis zum gewissen Punkt. Gut, das war's dann. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Ciao, Jakowski. Bis zum nächsten Mal.